Guten Tag und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash of Clans. Und heute mal eine, ja, ich sage zwar oft, es ist eine besondere Aufnahme, aber heute ist es wirklich eine ganz besondere Aufnahme, denn es ist die letzte Aufnahme, die allerletzte Folge von Clash of Clans. Ja, was heißt die allerletzte? Zumindest, ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt mache, ob ich nochmal weiterspiele irgendwann. Also ich werde das Spiel auf jeden Fall weiterspielen, ich werde es noch nicht mehr aufnehmen. Ich weiß nicht, ob es jetzt so eine Pause ist oder wie ich das genau mache. Vielleicht werde ich auch noch, ja, bald noch ein bisschen aufnehmen, aber nicht mehr in diesem Clan. Den Clan werde ich auf jeden Fall nicht mehr in diesem Clan bleiben. Also irgendwie so die letzten Entwicklungen hier, die haben mich doch ein bisschen angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal diese ganzen Fragen täglich immer, wann werde ich Ältester, warum bin ich kein Clan-Ältester, kannst du mich besuchen und bla bla bla. Und dann wird man noch, beschweren sich noch Leute, dass ich irgendwie nicht genug hier Zeit investiere. Dann, da ist mir echt so ein bisschen der Geduldsfaden gerissen. Da habe ich mir so gedacht, nö, da ist jetzt kein Bock mehr drauf. Weil sonst kann ich hier ja den ganzen Tag nur vor der Kiste sitzen und die Fragen beantworten. Und ich habe jetzt ja schon in der Clan-Beschreibung habe ich das ja jetzt schon ganz deutlich hingeschrieben. Rathaus Level 8, Kristallliga mindestens einmal gewesen sein und kein Geld ausgeben für Gems. Und dann kommen immer noch Fragen, wie sie bieten, kein Clan-Ältester und kannst du die Trophäen hochstellen, kannst du die Trophäen runterstellen, kann der noch rein, kann ich raus, ich bin mal eben Freund besuchen und so weiter und so fort, ja. Da habe ich irgendwann gesagt, nö, da habe ich keinen Bock mehr drauf und deswegen heute wirklich die allerletzte Folge von Let's Play Clash of Clans. Ja, das müsste Folge 76, glaube ich, sein, wenn ich mich nicht irre. Wie ihr seht, sind meine Lager soweit voll. Was habe ich denn? 15 davon, 95 Bogenschützen, 65 Barbaren. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. 2 Millionen Gold in 1 Stunde 14 Minuten ist Bogenschützenturm auf Level 9. Dann werde ich erstmal ein paar Mauern noch upgraden. Oh, hier seht ihr, hier fehlt noch was. Außen, na egal. Greifen wir mal an. Ich habe zwar ein Schild, aber komm, ist ja die letzte Aufnahme. Dann werde ich wohl dann auch jemand anderen bestimmen, der dann hier die Leitung übernimmt. Muss ich mal gucken, wer das dann sein wird. Und ab dann könnt ihr dann frei schalten und walten, wie ihr das wollt. Das ist mir dann vollkommen egal, was ihr mit dem Clan macht. Das ist dann nicht mehr mein Problem. Oh, hier hat aber jemand viele Ressourcen. Allerdings, ich bin noch ein bisschen. Der hat hundertprozentig Bauhütte gekauft. 4 Bauhütten. Bei Rathaus Level 7 ist eigentlich unmöglich. Deswegen, wir gehen mal weiter. Wir gucken mal weiter, dass wir noch einen Gegner finden hier in der letzten Spezialaufnahme hier von Clash of Clans, die wir haben. Wir schalten mal weiter und gucken mal. Ja, Markus werde ich ja dann wahrscheinlich auch mitnehmen. Und deswegen gucken, Inge, weiß ich nicht, ob er oder sie dann auch mitkommt. Vielleicht werde ich einen neuen Clan aufmachen, nur für mich einen eigenen Clan, wo ich dann in ganzen Ruhe spielen kann und wenn sehen. Wir werden sehen, wie wir das weitermachen. Ich werde auf jeden Fall auch mal wieder was Neues aufnehmen für YouTube. Mal gucken, was wir da machen. Vielleicht nehme ich mal ein bisschen FIFA mal wieder auf oder ein bisschen Pro Evo, habe ich mal wieder Lust drauf. Ja, mal gucken, dass wir mal ein neues Spiel testen. Vielleicht mal noch ein Aufbauspiel oder so, mal gucken. Je nachdem, was mir dann so Spaß macht. Aber bei Clash of Clans eine Pause, weiß ich nicht, ob wir das Pause nennen oder ob das dann endgültig ist. Werden wir sehen. Was ist mit ihm hier? Nö, das auch nicht. Ich suche natürlich ein bisschen mehr jetzt noch. Also zumindest so 100.000 wäre schon schön, wenn wir das hinkriegen würden. Ich wollte auf jeden Fall auch nochmal ein paar neue Trophäen sammeln. Dass ich unbedingt noch mal ja, wenn noch irgendwie 1000 Juwelen bekomme und die dann auch einsetzen kann. Toll, er hat zwar 80.000, aber naja, lohnt sich eigentlich nicht. Und das Goldlager in der Mitte ist auch eigentlich zu gut geschützt, deswegen gehen wir mal weiter. Gucken wir mal, dass wir noch einen kriegen. Nö. Bis jetzt noch kein Geblitze oder sonst irgendwas, das finde ich schon ganz gut. Bin ich zufrieden, wir klicken mal weiter. Vielleicht auch ein bisschen noch Minecraft Pocket Edition in Zukunft, mal schauen. Da mache ich mir dann jetzt überhaupt keinen Stress. Da spiele ich dann nur noch das, was ich auch will, wo ich Bock drauf habe. Na, gucken wir mal. Wenn wir schon was finden. Oder ihr schreibt mir noch, was ihr sehen wollt an Spielen. Dann würde ich mal gucken, ob ich das vielleicht aufnehmen kann. Oder auch nicht. Wir werden dann sehen. Da sind wir ja ganz flexibel. Und dann werden wir da auf jeden Fall eine Lösung finden. Matthias wird auf jeden Fall noch weiter Simpsons aufnehmen. Ist klar, das wird auf jeden Fall noch weiterlaufen. Müsste auch jetzt bald schon Folge 300 sein. Das schreit ja schon nach einem Special.
Ich wollte auch gerne nochmal ein Spiel mit Facecam aufnehmen. Mal gucken. Habe ich auch Bock drauf. Irgendwas Cooles mit Facecam. Hätte ich auch Lust drauf, mein hässliches Gesicht mal in die Kamera zu halten. Na, habe ich noch Kaffee? Ja, toll. Kaffeetasse ist leer. Wunderbar. Und wir suchen immer noch. Ja, ich wollte euch natürlich eine etwas spannende letzte Folge zeigen, aber ihr seht es, wir finden momentan noch keinen Gegner. Immerhin läuft es noch recht flüssig. Das wird auf jeden Fall auch in 1080p hochgeladen heute zur Feier des Tages. Werden wir das mal hochladen dann in 1080p. Ja, Minecraft bin ich noch am Zocken mit Markus Feed the Beast. Allerdings habe ich da jetzt noch, ja, lasst mich lügen, ich glaube 30 Folgen in Reserve, weil wir jetzt, wenn ich schon 5-6 Stunden gespielt haben. Und die kann ich, da wird dann jeden Tag eine Folge hochgehen, 10 Minuten. Und von daher dann, da auf jeden Fall noch einige Folgen, die ich noch habe. Und ansonsten muss ich mal gucken, was es da noch so für coole Spiele im Store gibt. Werde ich mich mal schlau machen, werde dann mal gucken, was man da noch so installieren kann. Ich hätte gerne GTA San Andreas gespielt, allerdings läuft das irgendwie nicht. Scheint wohl Fehler zu sein. Man kennt es von Rockstar, da läuft manchmal schon mal nicht alles so, wie man das will. Kriege ich einen schwarzen Bildschirm. Ich habe es auf dem PC getestet mit dem Emulator und ich habe es auch am Handy getestet. Bekomme bei beiden einen Fehler. Also nicht direkt Fehler, einfach schwarzen Bildschirm. Weiß ich nicht genau, was das ist. Müsste man dann mal herausfinden. Ach, Leute, immer noch kein Gegner. Es ist doch echt. Es ist doch zum Haare raufen, dass man hier nichts findet. Das ist wirklich. Ach, 6000, ey, wirklich. Meisterliga wäre natürlich auch noch ein Ziel, die mal anzugreifen. Dann hätte ich dann nochmal ein paar mehr Juwelen. Ja, kleinen Server, out of sync. Ja, genau. Genau, starten wir mal neu. Und Inferno-Türme, auch noch auf jeden Fall ein Tipp, wenn ihr noch Blitzzauber habt, halbwegs geupgradet, dann könnt ihr natürlich auch noch euch 100 Juwelen schnappen, wenn ihr 10 Inferno-Türme macht. Und deswegen, wollen wir mal gucken. Würde ich mal sagen, suchen wir mal noch einen Gegner. 1304 Trophäen habe ich aktuell. Ist natürlich jetzt nicht ganz so viel, aber wir haben noch Luft nach oben. Ich gehe auch jetzt wahrscheinlich erstmal vermehrt wieder auf Trophäen. Um einfach in die Meisterliga vielleicht mal reinzukommen. Das werdet ihr dann höchstwahrscheinlich nicht mehr miterleben. Schade eigentlich, aber so ist das nun mal. So, hier haben wir noch einen. Die beiden. Wo ist denn eigentlich? Ja. Ach komm, was soll der Geiz? Wir greifen es einfach mal an. Wir lenken jetzt hier mal ein bisschen ab. So, schicken da noch was hinterher. Auf der anderen Seite machen wir das gleiche Spiel. Oh, scheiße, ich habe mich verklickt. Das sollte so nicht sein. Ja, genau. Da kommen jetzt seine Leute hier an. Ist klar, ist klar. Ja, da auch noch die dicken Riesen, ey. Ich könnte kotzen, ohne Scheiß. Wenn ich die mal platt gemacht habe, das wird jetzt wieder ewig und 3 Tage dauern, ohne Witz. Alter, die halten aber auch was aus, ey. Meine Fresse. Meine Fresse nochmal. Diese Riesen, die sind echt ganz schön penetrant. Muss man mal sagen. Oh, ich habe auch kaum was zerstört bis jetzt, ne? Hier, komm, dann gehen wir mal auf das Rathaus. Was soll's? Oh, 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 oh. Nicht explodieren, bitte. Das war's. Nochmal ein richtiger schöner Fail zum Abschied. Ja, leider die Clan-Truppen von ihm haben mir so ein bisschen den Zahn gezogen. Aber nun gut. Muss ich mal gucken, dass wir jetzt mal wieder hier ins Lager zurückkommen. Na gut, wir haben ja noch genug. Allerdings jetzt nur noch 1,9. Wieso habe ich denn jetzt. Hatte ich eben auch unter 2? Wie kann ich denn bitte was verlieren? Ich habe doch gar nichts ausgegeben eigentlich, oder? Ah doch, stimmt, für das Suchen gibt man ja auch Geld aus. Na, schon gut, hat sich erledigt. Bilden wir nochmal eben ein paar Truppen aus. Aber wobei, das sind auch zu viele. Die kann man ja hinterher noch ein bisschen variieren. Scheiße, jetzt habe ich mich verklickt. Na egal, so. Hier noch ein paar. Noch ein paar von den Bögenschützen hinterher. Da haben wir schon. Hier noch welche. Ich teile das jetzt mal immer so ein bisschen auf.
Und hier noch ein paar gemischte. Und dann sind wir auch fast schon fertig. So, würde ich sagen. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 15.01 Uhr. In Realtime haben wir jetzt 16.01 Uhr. Würde ich sagen, sind wir eigentlich fast schon am Ende. Ich werde noch ein letztes Mal Clan-Trüppchen anfordern. Vielleicht hat ja auch irgendwer noch welche, die er braucht. Nö, nichts. Und ja, würde ich sagen, sind wir auch eigentlich schon am Ende von Clash of Clans angelangt. Ja, tut mir leid, dass das jetzt relativ abrupt endet, aber nun, so ist das nun mal. Wie viel haben wir denn hier noch? Oh, da waren 3 Stück noch in der Mache. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Ich hoffe mal, bis in 1 Stunde 5 werden mich jetzt nicht so viele angreifen. Ja, noch eine letzte Nachricht schreiben an das... wie kann ich denn hier nochmal... Wie kann ich denn hier nochmal eine Nachricht schreiben? Ah, doch, hier ging das. Warte mal. Oder? Nee. Wo konnte ich denn nochmal eine Nachricht schreiben an alle? Wie ging das denn nochmal? Ich weiß es nicht. Mann, wieso kann ich jetzt keine Nachricht schreiben? Oder ging das irgendwo hier drin? Oder Moment, wo habe ich denn hier das Lager? Ah, hier. Send E-Mail. So, meine lieben Clan-Kameraden. Ach. Es war schön mit euch. Wie formuliere ich das jetzt mal am besten? Mal überlegen. Der letzten Entwicklungen ist es jedoch Zeit für mich zu gehen. Damit würde ich sagen, war es das. Muss ich ja nur noch quasi einen Nachfolger bestimmen. Werde ich jetzt gleich machen und dann können wir das auch so. Warte mal. Aufgrund der letzten Entwicklung ist es jedoch Zeit für mich zu gehen. Bye bye. Na, das kann ich gar nicht mehr schreiben. Na, das ist mir jetzt egal. Lass mal so. So. Stimmen wir eben noch einen Nachfolger? Irgendwo, wo war er denn? Okay, wir nehmen einfach Relentless mal noch. Da weiß ich, dass er noch im Clan drin bleibt. So. Wie kann ich denn eigentlich, wenn ich jetzt rausgehe, kann ich jetzt keinen... Wo ist denn eigentlich der Co-Leader? Gibt das nicht? Kann ich keinen Co-Leader nehmen? Wo ist der Markus? Markus ist hier. Was ist denn, wenn ich einen zum Co-Leader mache? Kann ich den dann nicht... Warte mal, wir probieren das mal bei Markus aus. Wir machen Markus mal... So, wir machen Markus mal zum Co-Leader. Und probieren jetzt mal, ob wir ihn jetzt zum... Ah, Promote to Leader, okay. Dann machen wir das jetzt mal anders. Promote to Co-Leader. So. Und Moment, wie machen wir das jetzt mal am besten? Relentless. Ach, ich sag mal Relentless. Rentless, so. So, fertig. Juhu, ich bin ein normales Clan-Mitglied, aber das ist jetzt, es ist Zeit jetzt, es ist Zeit zu gehen. So. Fertig. Nice. Ja. Kann ich mir eigentlich auch schenken, dass jetzt hier noch, ja, aber Truppenanfordern geht ja jetzt nicht mehr. Ich kann auch jetzt, kann ich nur einen Clan machen eigentlich? Clan. Ich könnte jetzt zwar einen neuen machen, allerdings, nö. Das werde ich natürlich jetzt nicht online machen, denn dann würdet ihr ja sehen, wo ich dann quasi, würdet ihr ja sehen, wo ich, wie der Clan heißt, das will ich ja nicht. Und deswegen würde ich sagen, Dankeschön fürs Zugucken bei den 76 Folgen. Bis heute, plus natürlich die Special-Folgen. Vielleicht mache ich ja noch Longplay, was ich noch hochladen werde. Auf jeden Fall danke, dass ihr zugeguckt habt. Bleibt Mobile Fanboy gewogen bei den neuen Projekten und bis zum nächsten Mal.